Hallo, ich bin Esther Graf, bin 23 Jahre alt und mit ein bisschen Gottvertrauen und einem Stück Klebeband geht alles. Ich bin Benni, 31, das letzte Hemd hat keine Sackeln. Hey, ich bin Erik, 21 und ich liebe den bayerischen und österreichischen Akzent. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song, eurem liebsten Musikformat hier im gesamten Internet. Heute natürlich wieder mit absolutem Starbesuch zu meiner Rechten, Esther Graf! Und zu meiner Linken, Erik! Und heute spielen wir wieder Erkennst du den Song. Und wenn ihr Bock habt, wie Erik hier, mit am Start zu sein, dann schreibt jetzt mal in die Kommentare. Was ist euer Lieblingssong? Was ist euer Gastgeschenk? Welches bringt ihr uns mit? Und eine super tolle Begründung bitte. Und vergesst jetzt auch einfach nicht, den Daumen zu bewegen, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und Kanal abonnieren. Wir haben eine kleine Wette am Laufen. Wenn Esther gewinnt, möchte sie das Michael-Wendler-Kissen haben. Das gibt's natürlich dann. Hier ist euer Rekordgewinner. Hau ab da! So, das Kissen gibt's noch zu gewinnen. Ja, das ist doch genial. Da, nie wieder Schlafstörungen. Nee, ne? Aber da, andere Störungen dafür. Auf jeden Fall, das gibt's ja noch zu gewinnen. Erik, für dich gibt's nichts. Ja, das ist in Ordnung. Aber sie wird das Kissen auch nicht bekommen. Oh. Ja. Ansage! Okay. Wir werden sehen. In der Küche mit der Psychoterroristin werde ich zum Poet verreden und schmier Gedichten, denn ich lebe in der Beziehung mit verbalen Waffengürteln. Es wäre doch keine Liebe, wenn wir uns nicht hassen würden. Diese Fratzenbücher, Kommentare sind meine gute Nachtlektüren und dann in die Tasten prügeln, als würde ich für Wacken üben. Elf. Unser Kopf ist aus Stahl, wir sind hart gefühlt. Alligator, Kopf aus Stahl. Nein. Nee, der Song ist klar. Wahnsinn im Schlaf legen. Nachbeben, Alligators. Wir sind hartes Bier und abends in den Schlaf legen. Nachbeben. Ja, der wäre enttäuscht gewesen, hätte ich das nicht gewusst. Ich wollte gerade sagen, du hast ja mit ihm zusammengearbeitet. Ja. Das ist ja unglaublich, wie mit Lukas Strobel. Ich habe mir aufgeschrieben, mit welchen famen Menschen du schon gearbeitet hast. Unter anderem auch Finchi. Ja. Und dann Finchi Boy, der hat auch einen tollen Song mitgemacht. Und der war schon mal hier, der Song. Der war schon öfter hier, der Stammgast. Nee, aber der Song, ach den so. Habt ihr mal in der ja, Show natürlich. Gespielt. Natürlich, wir spielen ja alle Top-Hits. Du wusstest ihn, deswegen habe ich direkt nicht. Zugesagt, als ihr gefragt habt. Wo muss das sein? Pitbull mit Kesha, Timber. Boah, da habe ich so Flashback. Großraumdisco am Dorf mit Wodka Bull in der Hand. Ja. Das ist, schreibt mein Freitagmorgen. Das ist unglaublich toll. Ich mache mir den Markus Lanz Move, wetten das. Oh. Ich kann das auch. So. Damit habe ich einen Punkt gemacht. Erik, ja, du bist ja aber nicht arbeitslos oder hast keinen Bock auf Schule, sondern du tust ja auch was. Du bist ein Azubi in der Uniklinik. Du bist richtig. Also jemand, der uns aktuell Deutschland hilft. Und jetzt geht nichts mehr. Ja, danke auf jeden Fall, ja. Also hast du eigentlich alles gesagt. Zum Pflegefachmann mache ich eine Ausbildung in der Uniklinik Leipzig. Da komme ich her. Ja. Und jetzt erstes Ausbildungsjahr. Also Leute, da draußen, Herr Lauterbach, spitzen Sie Ihre Ohren. Der Mann braucht mehr Kohle und das ist ein wichtiger Beruf. Also Pflegekräfte müssen gefördert werden. Billige Menschen in teuren Klamotten stehen nicht auf der... Ja, warte, das ist einfach heute. Sixten von Party zu Party. Von Party zu Party, Sie gönnen sich Coca und Jimmy. Aber wie hörst du das so schnell? Ich höre keine drei Wörter. Na, ich glaube auch, die Buzzer sind hier ein bisschen... Das ist ein bisschen, das ist fake. Erik, du gehst gerne Eislaufen, habe ich mir sagen lassen. Richtig. Wenn du bist ich also richtig grazil auf dem Eis unterwegs. Ja, genau. Ich bin jetzt seit 3 Jahren circa auf dem Eis unterwegs. Gehe vielleicht auch nachher, wenn ich noch Zeit habe, hier in Köln. Das soll ja auch eine hübsche Halle sein. Ja. Ruth B. Dandelions. Covergirl. Unter anderem warst du Covergirl bei YouTube Music, Amazon Music, Apple Music und Tidal. Und da frage ich mich natürlich, welches Cover folgt. Auf welchem Cover bist du demnächst zu sehen? Was ich gerne machen möchte, ist, wo ich gerne drauf wäre, auf ein Bravo-Cover. Das mache ich doch möglich, gar kein Problem, ich bin Investor. Dich hau ich drauf. Wir gehen einkaufen auf Malle. Unten kommt die Gurke rein, die Sacknähte und Icke Hüftgold. Habe ich immer Make-up hier verschmiert. Ja, Felix Lobrecht, gemischtes Hack, Beste.
Bestes Kennst Hack. Du Felix Lobrecht und Tommy Schmidt? Natürlich. Herr, was seit wann machen die Musik? Ich habe vermittelt, Ike Hüfgold hat mich gefragt, hey, frag doch mal den Felix und den Tommy, ob sie nicht Bock hätten, daraus einen Song zu machen. Da habe ich die Nummern getauscht und da bin ich der Vermittler gewesen. Esther, du bist musikalisch, du bist eine Musikerin. Du ja, ich kann leider sonst nichts anderes. Schau, siehst mal, ach, so viel Talent direkt da drüben. Du bist sogar Moderatorin und Model. Und der eine Job erklärt sich mir natürlich, aber warum Model? Oh. So frech also, eieieiei. Das heißt, du hast ja früher quasi gemodelt, wofür, was hast du gemacht? Nee, ich habe viel Werbung eigentlich gemacht, so Beauty-Kram, so Shampoo und sowas. Emily Roberts, Dinosaurs. Wo wir gerade zum Thema waren, du hast deine Moderation, deine Sendung hast du ja mit der Emily und du wohnst du noch mit ihr zusammen? Ja, ja, also das war ganz lustig, die hat mich gerettet quasi aus war so klug und bin damals zu meiner Ex-Freundin gezogen, das ist katastrophal geendet. Scheiß Männer! Dann habe ich Emily angerufen und so, holen Mais, ich muss da raus, dann war alles ausgeräumt, bin zu ihr gezogen und jetzt wohne ich. Seitdem seid ihr BFFs. Genau, und haben eine Radioshow gemeinsam. Ja, Hammer, ist doch mega geil, Applaus. Blümchen, keine Schule. Die Schlümpfe, keine Schule. Dennis hat gesagt, ich soll einfach probieren. Ja, war auch fast richtig. ich habe noch eine Info. In 3 Tagen, da kommt was ganz Besonderes von dir. Eine EP, und zwar heißt sie Red Flags. Riesenapplaus. Dankeschön. Yes. Und worum geht's in dem Album, oder in der EP? Was, erzähl mal ein bisschen. Also ich habe so, glaube ich, ein bisschen jede Phase, die man so durchmacht nach einer Trennung, so niedergeschrieben, bis hin zu, dass mir jetzt wieder gut geht. Geht's dir jetzt wieder gut, mental? Ja, ich bin wieder back. Hammer. Jetzt brauche ich wieder einen neuen Heartbreak, dass ich ein paar Songs schreiben kann. Nee, Spaß. Ich kann ja schöne Songs schreiben. Also brecht ihr euer Herz? Ja. Ruft an, brecht mein Herz. Nee, bitte nicht. Ist doch ganz einfach. Das ist... Dino, keine Ahnung! They can be inviting, but some are altogether mighty frightening. As we die, both you and I, with my head in my hands, I sit and cry. Don't speak, no, just what you said. So please stop explaining. Ja, über den Text Don't Speak hätte ich gewusst, aber den Interpreten nicht. Er hat gerade bei mir es Klick gemacht, da war schon zu spät. Ich habe ein Geschenk dabei. Zeig doch mal bitte. Und zwar habe ich ein schönes, typisches Gebäck aus Leipzig mit dabei, und zwar die Leipziger Lerche. Aha. Einmal für euch und einmal für dich. Ich darf es nicht annehmen wegen Corona. Oh, oder so, genau. Oh, danke. Das ist ein Mürbeteiggebäck mit Marzipan und Konfitüre. Und wurde in Leipzig erfunden. Weiter geht's. Du rufst mich an und fragst mich. Bilderbuch Bungalow. Das war schnell. So ein Hit, ne? Das ist ein Hit. Und auch die kommen aus Österreich. Jawohl. Die würde ich gerne mal treffen. Das mache ich klar. Das ist gar kein Problem. Da werde ich euch connecten. Ja, bitte, bitte. Da gibt es einen Song zusammen mit euch. Das wäre genial. Wenn du das klar machst, aber dann komme ich dich jede Woche besuchen in Köln. Ansage! Okay. das werde ich möglich machen. Esther, ich habe dich auch mal gesehen bei der großen Chance der Chöre. Du warst im Finale und da habe ich auch einen kleinen Videoausschnitt. Und bevor wir darüber sprechen, hier ist er. Ihr seid solche Profis, gar kein Problem, nochmal aufzutreten, oder Esther? Nein, hat mich voll gefreut.
War fast gut. Ja, wirklich. Uns hat's voll gefreut. Ja, das war ein toller Ausstieg. Applaus. Mensch, wo hast denn du da rumgegraben im Internet? Das ist ja eine Katastrophe. Ich war auf allen illegalen Seiten unterwegs, um Sachen über dich herauszufinden. Und das war nicht die peinlichste Sache, die ich herausgefunden habe. Wie war es denn damals? Warst ja Teil eines Chores, ne? Ja, wir waren mit dem Schulchor. Hat unsere Chorleiterin sich gedacht, ich nehme die jetzt mit zur TV-Show. Und dann aber so eine gemacht. Show wird es in Deutschland gar nicht geben. Das war ja eine richtige Show in Österreich, ein Kampf der Chöre. Ja, genau, das ist so die SDS in Österreich für Chöre. Also ich glaube, die Show gibt es mittlerweile gar nicht. Aber Oliver Pocher war in der Jury, habe ich gesehen. Ne? Olli Pocher war in der Jury, aber ihr habt nicht gewonnen, oder? Dritter sind wir geworden. Okay, ich würde gerne mal gucken, wer am höchsten kommt mit der Stimme. Ich beginne. Hä, hey, das war doch jetzt. Natürlich komme ich höher, ich bin ja auch eine Frau. Versuch's doch mal erstmal. Die Wände müssen bleiben. Erik, du? Okay. Lass es! Fass mich nicht an, Hava. Da habe ich mitgeschrieben. Nein. Deswegen dachte ich, ich habe den gespielt. Nee, das ist ja alles. Ja, du kannst also nicht nur singen, du kannst auch schreiben. Du bist ja ein richtiges Multitalent. Na, du schaust, ne? Das ist der Oberhammer. Nee, ich mache halt seit Corona bin ich zur Songwriterin geworden. Rückwärtsrunde. Jetzt kommt ein Song rückwärts. Mirror, Justin Timberlake. Justin Timberlake, stimmt schon mal? Cry me a river. Und damit gewinne ich die goldene Ananas. Mann, ich würde das gerne gönnen, aber ich habe den Justin Timberlake so auf dem Silbertablett präsentiert. Ja, danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich wäre doch nicht drauf gekommen. Aber ich bin ja nett, du darfst das Kissen trotzdem mit nach Berlin nehmen. Natürlich, das kriegst du trotzdem. Riesenapplaus. Erik, danke, dass du mit am Start warst. Du bist ein Pfleger, du bist ein Mensch, der hat das Herz im richtigen Fleck. Von deiner Person müsste es noch viel mehr Menschen geben. So ist es. Danke für die Einladung. Riesenapplaus. Wir gehen in die glorreiche Endcard. Oben rechts geht's von Sounds Off, Bad Moms Jay und Jumper, erfolgreich unter 18. Unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du den Song? Macht euch einen schönen Tag. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.